Hallo liebe Sperrwurf-Freunde, ich hoffe, euch geht's auch so gut wie mir, denn ich bin gerade auf dem Weg zu meiner zweiten Trainingseinheit und habe mir gedacht, ey, ich nehme euch mal wieder mit, weil ich jetzt auch wieder öfters auf der MTG trainiere, also wieder im heimischen Gefilde, nenne ich es mal. Und dachte mir, ey, heute ist ein richtig guter Tag, denn die erste Trainingseinheit heute Morgen hat richtig, richtig gut geklappt. Wir haben Sprünge gemacht, wir haben wieder Langhantel trainiert und wir haben Beinpresse am Isomet gemacht. Und das lief alles richtig gut. Also ich hatte heute Vormittag kaum irgendwie ein Ziehen oder sonst was im Knie, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Das heißt, es ging wieder einen Schritt vorwärts und dann habe ich mir gedacht, ey, das muss ich unbedingt für euch festhalten und deswegen nehme ich euch heute mit zu meinem nächsten Vlog auf die MTG und werde euch da zeigen, was ich da mittlerweile wieder trainiere und wenn ich es recht im Kopf habe, werde ich heute zuerst aufs Laufband gehen, danach werde ich ein paar Medizinbälle werfen. Worauf ich mich richtig, richtig freue, weil das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Und dann geht es noch ein bisschen in den Kraftraum, ein bisschen Allgemeinkraft. Und dann werde ich noch touren, tatsächlich. So ein bisschen Bodentouren. Dann wünsche ich mir viel Spaß beim Video. Heidelberg. Home sweet home. Schauen wir erstmal, ob der Lutz noch im Büro ist oder ob er schon draußen ist, ob schon jemand da ist, aber ich glaube, ich bin der Erste heute, tatsächlich. Ah ja, ist noch im Büro. Hallo Lutz. Hallo. Was machst du? Oh, ich arbeite, wie immer. Sehr fleißig. Ja, ja, gut. Immer fleißig. Wenn er nicht draußen ist, beim Training ist er immer schön drin am PC, ja, und macht ja die Trainingspläne. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und alles, was ein Trainer noch so macht. Anderes noch. Und anderes noch. So, dann wird sich erstmal wieder umgezogen. Da mache ich natürlich heute wieder meinen Magic-Trick. Achtung! So, wenn alles manchmal so schnell geht wie das Umziehen, das war super. Noch alleine hier im Kraftraum, noch keiner da. So, dann nehme ich mal meine Sachen hier ab. Gerade noch ein bisschen ausgerüstet, unter anderem mit einem Magneten, weil ohne den Magneten geht es gleich nicht aufs Laufband. Dann habe ich hier noch meine Kopfhörer, weil ich höre beim Joggen lieber Musik oder Podcast. Gehen wir mal rüber. So, Magnet. Jetzt brauchen wir noch Strom. Rein. So. Vielleicht hört das, jetzt geht's los. So. Yes. Yeah. Jetzt geht's weiter mit denen. Ich mache das hier jetzt als Schnelldurchlauf. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich vor dem Training vorbereite, verlinke ich euch hier nachher das Video. Da seht ihr mal, wie ich dann meine komplette Schulter- und Armmuskulatur aufdehne. Könnt ihr euch gerne nach diesem Video mal reinziehen. Ich fange jetzt aber zuerst an mit Beinen, dann kommen die Arme dran und dann geht's zur nächsten Übung. Ja, weil manche von euch gefragt haben, was ich denn momentan höre, wenn ich joggen gehe, dann höre ich entweder Musik oder Podcast. Momentan höre ich den Podcast von Team Gabel, der hat ziemlich coole Gäste immer. Da höre ich immer gern rein, weil die gehen auch länger als mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Die gehen mal 2,5 bis 3 Stunden. Und dann lernt man die Person, die er interviewt, auch besser kennen und finde ich richtig, richtig cool. Ja, Timo, wenn du mal Bock hast, mit mir zu quatschen, melde dich gerne. Ich würde mich freuen. Komm auch gerne mal vorbei. Okay.
still blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you when I do what I gotta do. Let's go hard. So, wie ihr auch gesehen habt, die Power Position, die geht schon wieder richtig gut. Das heißt, ich kann mein operiertes Knie auch wieder sehr gut strecken. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber da nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit. Vielleicht auch mal wieder mit Felix, dann gibt es richtig geile Aufnahmen, wenn ich mein erstes Wurftraining wieder mache. Und da freue ich mich tierisch drauf, sobald es ist. Ihr werdet es auf jeden Fall als erstes erfahren. Aber jetzt bin ich erstmal fertig mit denen. Beine, Oberkörper, Arme, alles durch. Jetzt geht es in die Werferecke, weil jetzt kommen die Medizinbälle dran. So, los, was machen wir jetzt? Anfangen. So, los, machen wir Medizinballwürfe, würde ich sagen. Ja, machen wir doch mal. Was werfen wir denn heute? Hast du es im Kopf? Ich weiß es. Warte mal, ich hab gerade nur eine Hand zum Fingerzählen frei, also nehmen wir einen Fünfer. Ja, dann, oh, gutes Pass, hatte ich auch im Kopf. Sehr gut. Wird immer gebändigt. Immer aufmachen hier, da klemmt was. Das sind meistens die Kratzer. Ah, oh nein. Da ist er. Der einzig wahre Fünfer. Oh, das ist der, der immer so wehtut. Da meinst du auch nur gut. Ab in die Werferecke. So, und damit ihr auch alles sehen könnt, stehe ich mal kurz auf Weitwinkel. Zack. Läuft. Geht schon gut, würde ich sagen. Was meint ihr? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. So, der Lutz, der hat jetzt schon die Matte hingelegt, weil die letzten 20 ist jetzt nochmal eine Partnerübung, beziehungsweise zwei Partnerübungen, werdet ihr gleich sehen welche. Und der Lutz, der freut sich jedes Mal ungemein, wenn wir zusammen die Übung machen. Der zieht sogar schon seinen Pullover aus. Er macht sich schon fertig. Der macht sich schon bereit. Kampfbereit. Macht sich schon kampfbereit. Und was für Übungen wir jetzt machen, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Hey, I got the recipe, never gonna let any up be the best of me. Thought it was this is what haters messing me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definition, your trajectory. This ain't it, this cause I say it respectfully. It's time to eat it, bread like a speeder, taking it deep. Kannst du noch Lutz? Vielleicht brauchen wir noch einen Kaffee. So, bereit? Ja. Du auch? Ja. Und los geht's. Ja. Jupp! 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 Jupp
Nutzen, macht es immer viel Spaß. Ja! 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 Lass laufen. Bei mir geht's jetzt weiter mit Training. Bei mir ist Training fertig. Lutz ist fertig für heute, okay. So, jetzt packen wir wieder unsere 7 Sachen. Danke dir. Räum gleich noch den Medizinball erstmal auf, so wie es sich gehört. Und jetzt geht's zurück in den Kraftraum. Jetzt kommt der PC-Ball-Kreis, ein bisschen Bauch, Beine, Po. Ja, so wie wir mal ein paar schöne Übungen aus dem Ordner. Ordner raus. So. Sozusagen der heilige Übungskral von meinem Trainer. Da sind, keine Ahnung, ich sage immer 1000 Übungen drin. Da kannst du dich Monate mit beschäftigen, um sämtliche Übungen einmal durchzumachen, gefühlt. Und ja, genau. Von diesen Übungen suche ich mir jetzt dann erstmal ein paar raus. Und würde ich sagen, let's go. Drive the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's faith that's in the reps. Ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. Jetzt gehen wir wieder aus dem Kraftraum. Fertig mit PC-Ballkreis. Wie ihr gesehen habt, war auch heute mehr Mobilisationsübungen dabei wie Kraftübungen. Aber das tut auch gut, mal wieder im Bewegungsapparat wieder guten Schwung zu kriegen. Yes, jetzt geht's wieder vor Richtung Kugelschuss machen. Hi, hi. Und da wird geturnt. Jetzt werden erstmal ein paar Basics ausgepackt, wie ihr gleich seht. Lasst euch überraschen. Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt von meiner Bodenkür, weil mein Akku leider nicht mehr so stark ist. Und um euch noch die anderen Übungen zu zeigen, die ich jetzt auf der Bahn mache. Achtung, jetzt wird es dunkel, aber keine Sorge. Jetzt zeige ich es wieder hell, zumindest ein bisschen. Nehmen wir noch ein bisschen heller. So, seht ihr mich besser? Kommen jetzt noch die Special-Übung hier auf der Bahn. Und los geht's. 100% out of me, cause he gave it all on the tee when he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me fresh cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. Mir gehen die Arme dann doch schon ein bisschen zu. Ja, ich meine, mache auch viel mit dem Arm. Ja, aber ich meine, für was habe ich meine 3000 Liegestütz-Challenge gemacht? Meine 30 Tage. Puh, falls ihr es nicht angeschaut habt, dann verlinke ich es euch mal. Könnt ihr es auch gerne nach dem Video anschauen. 30 Tage, jeweils 100 Liegestütze. Mein Training ist damit für heute beendet. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausdehnen, danach duschen gehen, nach Hause fahren und erstmal was essen. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, ich meine, ich brauche nicht mehr sagen, lasst gerne ein Like da, kommentiert. Lasst auch euren Gedanken freien Lauf. Ich freue mich über jedes Kommentar und wenn ich weiter solche Videos machen soll, dann abonniere den Kanal, drückt die Glocke, seid immer up to date, wenn ein neues Video hochkommt, hochgeladen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.